Nächster Halt, Olten. Jeden Morgen, wenn ich von Olten Richtung Gös schaue, sehe ich eine riesige Wolke. Das kann zwei Sachen bedeuten. Entweder das Kernkraftwerk ist in Betrieb oder Jacqueline Badran ist in der Gegend am Rauchen. Es soll ja Leute geben, die sind gegen Atomkraft. Die finden, also mir tut das AKW Kabis. Das Kernkraftwerk Gösgen gehört einfach zum Mittelland dazu. Das ist unser Eiffelturm. Ja, bei uns zu Alten kannst du in den Souvenirshops Postkarten kaufen mit der Aufschrift Gösgen, das Reaktor zur Welt. Ja. Ja, zu Recht gibt es im SRF extra eine Sendung zur Ehre vom Kernkraftwerk. Die Gösgen Schweizer Talente, keine Ahnung. So. Kernkraftwerk. Sehr gerne Kraftwerk. Es sollte nicht an dumm heissen, sondern an gescheit. Ja, dagegen ist Windkraft heisse Luft, Wasserkraft guter Bach ab und die Sonne scheint eh nie in der Schweiz. Die Sonne ist doch ein richtiges Solarschloch. Ja. Darum will die SVP jetzt wieder zurück zur Atomenergie. Ja, das passt. Bei der Atomenergie wird ja Energie gewonnen durch Spaltung. Und mit Spalten könnte sich die Volkspartei schließlich aus. Vielleicht ist das ja der Anfang von einem regelrechten Atom-Revival. Und bei diesem Trend sollte Stadt Olten gerade aus erstes mitmachen. Das wär's doch. Im Bahnhof-Buffet gibt es zum Essen neue Reaktor Tellini. Für Kids läuft im Regionalfernsehen Atom und Cherry. Und beim Coiffeur bekommst du eine modische Atompilzfrisur. Das ist die einzige Frisur, die im Dunkeln leuchtet. Ja. Hand aufs Herz. Nennt mir einen einzigen Nachteil von Atomkraft. Einen. Ich meine, abgesehen von der schädlichen radioaktiven Strahlung, einem extrem aufwendigen und teuren Entsorgungsprozess von Atommüll und einem potenziellen Risiko, dass ein defektes Kraftwerk die ganze Schweiz und das naheliegende Ausland auslöschen kann, sehe ich keinen einzigen Nachteil. So. Gut, das Argument Atomkraft sei nicht sicher, darüber kann man diskutieren. Stichwort Supergau. Eine nukleare Katastrophe zu Gösgen würde ja nicht nur Olten betreffen, sondern auch andere Städte wie Solothurn oder Grenchen. Stell dir vor, ganz Grenchen verwüstet, trist und trostlos. Aber überleg dir mal, wie Grenchen denn erst aussieht nach der Katastrophe. Supergau. Supergau, das sind sowieso zwei Wörter, die sich widersprechen. Supergau. So wie Hass, Liebe. Oder Blickleser. Gut, das geht auch mit Walliserdeutsch. Egal. Ich habe etwas beschlossen. Zu Ehren von der völlig unproblematischen und äußerst sympathischen Atomenergie wird ich eines von meinen zukünftigen Kinder AKW Gösgen nennen. Ja, das sind meine zwei Kinder, das ist der Justin und das ist der AKW Gösgen. Das ist ein sehr komischer Name. Ja, das stimmt, meine Frau wollte unbedingt Justin. In dem Sinn, viele Wege führen nach Strom, doch nur einer führt nach Gösgen, nämlich wie Olten. So. Und jetzt muss ich auf den Zug.